Oh nein, was ist denn hier passiert? Oh je, das hat alles der Wind angerichtet. Ist alles in Ordnung, kleiner roter Traktor? Ich bin's nur. Ich habe im Moment ein paar Schwierigkeiten, damit das Scheunentor aufzukriegen. Ich habe mich einfach durchgequetscht. Ich hoffe, du fühlst dich kräftig heute Morgen. Dann wollen wir mal, kleiner roter Traktor. Immer schön langsam. Jetzt mal mit ein bisschen mehr Druck. Gut gemacht. Also, es ist wohl besser, wir räumen die Ballen weg, bevor sie noch irgendwo Schaden anrichten. Und dann sollten wir so schnell wie möglich das Getreide zu Stumpi bringen. Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob deine Wäscheleine das alles hält, Stumpi. Das wird sie schon, Elsie. Außerdem wolltest du doch unbedingt all meine Sachen auf einmal waschen. Darum muss die Wäscheleine so lang sein. Also, ich werde meinen Mann doch nicht in schmutziger Kleidung herumlaufen lassen. Dein Zeug roch schon ganz miefig. Ach, das hätte ich noch tragen können. Wie lange wird es denn dauern? Ich muss für Herrn Junker das Mehl fertig machen. Und Jan wird auch gleich mit seinem Getreide kommen. Oh, kein Grund zur Aufregung. Bei diesem kräftigen Wind ist dein Zeug in 0, nichts wieder trocken. Oh. Und ich traue dieser Leine trotzdem nicht. Nur noch ein kleines Stückchen weiter. Gut, und jetzt bringen wir das Getreide zur Mühle. Himmel, das ist aber wirklich ein starker Wind. Aber letztlich hat es so wie alles sein Gutes. Die Windmühlenflügel drehen sich schneller und mahlen so unser Getreide schneller zu Mehl. Und dadurch bekommen wir unser Geld von der Bäckerei vielleicht noch vor Sonnenuntergang. Wenn wir Glück haben. Siehst du, wenn Stumpi der Müller etwas anpackt, dann macht er es auch richtig. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Na schön. Wie sagtest du eben, wenn Stumpi der Müller etwas anpackt, dann macht er es auch richtig? Jetzt haben sich die Flügel festgefressen. Ich kann heute gar nichts mehr malen. Nein. Und meine Wäsche wird so auch nicht mehr trocken, Stumpi. Oh, dann werde ich mich mal um meine Sachen kümmern. Oh, nein. Nur mit Unterwäsche bekleidet wirst du nirgendwo hingehen. Ich werde deine Sachen holen. Elsie, nimm lieber Flitzer. Meine Hose wird schon fast bis Plätscherbach geflogen sein. Das war ganz schön schwer. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Keine Angst. Der Trick bei Flitzer ist einfach, ihn nie loszulassen. Weißt du was? Vielleicht sollte ich doch lieber zu Fuß gehen. Ach, sei nicht albern. Du hast schnell raus, wie es geht. Um ihn zu beschleunigen, musst du am rechten Griff drehen. Und um anzuhalten, die Bremse ist... Elsie! Die Bremse ist auf der linken Seite! Oh, oh je. Trotz des Windes ist es ein wunderbarer Tag, um rumzufahren. Oh. Oh, oh, oh. Puh, das war richtig knapp. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Gerade rechtzeitig. Oh, so ist es besser. Also, was in aller Welt geht denn hier vor? Das ist Stumpis Hut. Und ich glaube, das hier wird ihm auch gehören. Lass uns mal hinfahren und nachsehen, was da passiert ist. Vorsicht! Stumpi? Warum trägt Stumpi denn bloß ein Kleid? Oh Mann! Oh. Und das habe ich gerade frisch gewaschen. Stumpi, ist alles... Elsie? Aber was... Jan!
Das ist eine lange Geschichte. Ist mit dir alles in Ordnung? Oh ja, mir geht es bestens. Aber mein Stumpi sitzt drüben in der Mühle fest und ich glaube, er hat ganz schöne Schwierigkeiten. Er könnte Hilfe gebrauchen. Hat das vielleicht hiermit was zu tun? Tja, wie kommst du denn nur darauf? Wir waren sowieso gerade auf dem Weg zu euch. Wollen mal sehen, was wir tun können. Ich habe noch ein ernstes Wort mit Flitzer zu reden. Und dann sehen wir uns gleich bei uns. Ist gut, bis nachher. Und nun zu dir. Es geht um deine Art anzuhalten. Jan? Jan! Oh, wie bin ich froh, euch beide zu sehen. Ich hab gehört, du hast ein paar Schwierigkeiten. Die Mühle sitzt fest. Wir werden nicht malen können, wenn wir die Flügel nicht loskriegen. Dabei wollte ich nur meine Kleidung trocknen. Na gut, vielleicht hätte ich die Wäscheleine nicht an den Flügeln festbinden sollen. Ich glaube, ich sehe, was die Ursache ist. Und kriegst du das hin? Aber natürlich, wenn der kleine rote Traktor bereit ist, sich ein bisschen anzustrengen. Also gut, dann legen wir los. Es ist absolut alles in Ordnung mit dir. Also würdest du bitte aufhören, rumzuzicken und dich in Gang setzen? Was soll das? Hallo, Stumpi. Das war aber ein hübsches Kleid. Also, wo war ich gerade? Ach ja, du gemeines! So, also, kleiner roter Traktor, jetzt ganz langsam die Leine spannen. Oh, hoffentlich klappt das. Gut, mein Junge. Es bewegt sich! Es bewegt sich! Na komm, kleiner roter Traktor! Oh! Doch nicht schon wieder! Gut gemacht, ihr zwei! Wirklich gut! Ja, hast du toll gemacht, kleiner roter Traktor! Läuft wie ein Uhrwerk! Ich werde die Bremse wieder einstellen! Auf jeden Fall sind ein paar deiner Sachen trocken. Oh, danke. Jetzt kann ich mich endlich wieder meiner Arbeit widmen. Linkes Bein, rechtes Bein. Also, ich könnte dir helfen, wenn du möchtest. Und hoch. Ach, wirklich, Jan? Ja, das wäre nett von dir. Allein würde ich das nicht mehr schaffen. Ah! Perfekt. Ich wusste, du hast den Dreh schnell raus. Ach, das nennst du also... Ach, Stumpi. Nein, ich möchte mich nicht schon wieder umziehen. Jan und ich haben eine Menge zu tun. Na komm, Stumpi. Krempel die Ärmel hoch und dann lass uns anfangen. Ist das viel. Danke, Jan. Oh, das wird eine Menge gutes Brot ergeben. Ja, das wird es. Aber es war auch harte Arbeit. Seid ihr fertig? Ja. Dann kann ich ja meine Arbeit machen. Du meinst doch nicht... Doch, das meine ich. Das gilt auch für dich, Jan. Hä? Oh, sieh mich nicht so an. Leb du mal mit ihr zusammen. Oh. Also, so geht das doch viel besser. Dich kann man nicht so schnell wegpusten, stimmt's? Kleiner roter Traktor.